B1.4. Unter den Rauten ANBNCNDN gibt es Rauten A3B3C3D3 und A4B4C4D4. Für die gilt, A3B3 ist gleich A4B4 ist gleich 4 Längeneinheiten. Berechnen Sie die Koordinaten der Punkte A3 und A4. Runden Sie auf zwei Stellen nach dem Komma. So, wir gucken zuerst nochmal in die Zeichnung rein, wo ist überhaupt die Strecke AB zu finden. Und es ist zwar hier A1 und B1, aber um sich das mal vorzustellen, diese Strecke hier von A nach B soll 4 Längeneinheiten werden. Und jetzt brauchen wir irgendeine Aussage über den Punkt A1. So, wie schaffen wir jetzt von dieser Strecke AB auf die Koordinaten von x, also von A3 bzw. A4 zu schließen? Man kann sich das wie folgt vorstellen. Man betrachtet erstmal wieder das Dreieck AB und hier im Mittelpunkt M1 und die Strecke A1C1, die kennen wir mit Abhängigkeit von x. Ja, die haben wir in der vorherigen Aufgabe berechnet. Da hieß es, die Länge der Strecke ist minus 0,375x² plus 2,5x plus 5. Also wenn es uns irgendwie gelingt, von dieser Strecke AB auf die Strecke AC zu schließen, dann können wir damit ein x berechnen. So, schauen wir uns mal die Dreiecke an, wo diese Strecke AB drin liegt. Hier wäre das Dreieck A1, B1, M1. So, wir können auch diese untere Seite, die ist nämlich immer 2,5 Längeneinheiten lang, weil die komplette Strecke BD 5 Längeneinheiten lang sein muss. Zusätzlich haben wir einen rechten Winkel. Damit können wir also mit Hilfe des Satzes des Pythagoras die Länge dieser Strecke hier berechnen. Ja, die ist festgelegt, wenn diese Strecke hier 4 Längeneinheiten ist und die 2,5 Längeneinheiten, dann kriegt die einen ganz speziellen Wert. Damit ist dann die komplette Seite AC doppelt so lang wie diese hier und man kann dann einfach gleichsetzen und sagen, für welche x wird die Länge der Strecke ANCN gleich das Ergebnis, das wir hier unten ausrechnen werden. So, stellen wir auf. Wir brauchen die Länge der Strecke A3C3. Wie gesagt, hier steckt ein Satz des Pythagoras dahinter. Zwei Seiten sind uns bekannt in einem rechtwinkligen Dreieck und die dritte Seite kriegt man am einfachsten über den Satz des Pythagoras. Den stellt man wie folgt auf. A3B3 zum Quadrat, also die längste Seite zum Quadrat, ist gleich kürzeste Seite zum Quadrat plus kürzeste Seite zum Quadrat. So, setzen wir die bekannten Größen ein. A3B3 ist uns durch die Aufgabe vorgegeben mit 4 Längeneinheiten. Die B1M1 ist 2,5 Längeneinheiten. Und die A, nicht 1, sondern hier 3 jeweils. Und die A3M3 ist gesucht. So, lösen wir nach A3M3 auf, indem wir einfach 2,5 subtrahieren. Und jetzt vertausche ich noch schnell die Seiten. Dann habe ich hier A3M3 zum Quadrat ist gleich 4 Quadrat minus 2,5 Quadrat. Dann, um das Quadrat aufzulösen, muss ich die Wurzel ziehen. Dann habe ich die Wurzel aus 4 Quadrat minus 2,5 Quadrat. Und das kann ich so in den Taschenrechner eingeben. Und dann kommt ein Wert von 3,12 Längeneinheiten raus. So, wenn A3M3 3,12 Längeneinheiten ist, dann ist A3C3 genau das Doppelte.
Und das ergibt dann einen Wert von 6,24 Längeneinheiten. So, ich weiß also für diese spezielle Rauten A3, B3, C3, D3 und A4, B4, C4, D4 hat die Diagonale A3, C3 bzw. auch A4, C4 eine Länge von 6,24 Längeneinheiten. Und jetzt weiß ich aus der vorherigen Aufgabe, fahren wir nochmal hoch, dass für die Länge aller ANCN gilt, ja, diese Formel hier mit in Abhängigkeit von x. Das heißt, ich setze jetzt diesen Term gleich der unten ausgerechneten Länge und löse nach x auf und dann bekomme ich zwei Werte für x raus. Das entspricht dann meinen Werten von a. Also stelle ich auf, ancn soll gleich sein mit a3c3 und setze jetzt ein. Da haben wir minus 0,375x² plus 2,5x plus 5 ist gleich 6,24. So, wir haben eine quadratische Gleichung, die lösen wir mit Hilfe der Mitternachtsformel. Dazu muss auf der rechten Seite 0 stehen und wir subtrahieren hier erstmal die 6,24, um diese Form zu bekommen. Und 5 minus 6,24 sind minus 1,24. So, jetzt können wir die Mitternachtsformel ansetzen. Ja, je nachdem, wie es in der Formelsammlung drin steht, kann man auch zuerst die Diskriminante noch davon berechnen. Ansonsten kann man es auch gleich in die Mitternachtsformel übertragen. Die lässt sich berechnen aus b² minus 4 mal a mal c. So, b ist, halt, ich habe hier ein x vergessen. B ist immer der Zahlfaktor vor x. Also 2,5² minus 4 mal a ist immer der Zahlfaktor vor x². Und c ist die Zahl ohne x. So, das gibt man wieder einen Taschenrechner ein, lässt ihn berechnen, kommt ein Wert von 4,39 raus. So, die Diskriminante ist positiv, das heißt, es wird zwei Lösungen geben. Jetzt zur Mitternachtsformel. Da steht ebenfalls wieder eine Formelsammlung drin mit minus b plus minus Wurzel aus der Diskriminante geteilt durch 2a. So, rechnen wir erst das x1 aus mit plus der Wurzel. So, minus b, wie gesagt, b ist der Faktor vor x, also minus 2,5 plus die Wurzel aus Diskriminante war 4,39 geteilt durch 2 mal minus 0,375. Das in den Taschenrechner eingegeben ergibt einen Wert von 0,54. Dann brauchen wir noch ein x2. Fast identisch. Nur, dass wir haben minus 2,5 minus die Wurzel der Diskriminante geteilt durch 2 mal minus 0,375. Wieder einen Taschenrechner eingeben und das gibt einen Wert von 6,13. So, jetzt haben wir zwei x-Werte. Allerdings heißt es jetzt in der Aufgabe, man muss nicht nur die x-Werte berechnen, hier, sondern es heißt, berechnen Sie die Koordinaten der Punkte A3 und A4. Wir brauchen also noch die dazugehörigen y-Werte. Und das machen wir ganz einfach. Wir nehmen die Koordinaten von AN. Ja, die haben wir auch in der Aufgabe drüben. Hier haben sie einmal stehen. Minus 0,25x² plus 2x plus 3. Und setzen für das x einmal unseren ersten x-Wert ein und kriegen den zugehörigen y-Wert. Und dann nochmal mit dem zweiten x-Wert.
Also A3 hat die Koordinaten 0,45 und jetzt hier minus 0,25x². Und für das x setzen wir jetzt 0,454 ein, also 0,54² plus 2 mal 0,54 plus 3. Dann vereinfachen wir noch den hinteren Teil. Ergibt dann 0,54 und als y-Koordinate 4,01. Das gleiche machen wir jetzt mit dem zweiten x-Wert auch. Also A4 hat dann die Koordinaten 6,13 und jetzt minus 0,25. Jetzt kennen wir hier wieder x². Für x setzen wir die 6,13 ein, also 6,13² plus 2 mal 6,13 plus 3. Das wird wieder vereinfacht, dann haben wir 6,13 und als zweiten Wert 5,87. Und damit wäre jetzt die Aufgabe zu Ende.